Willkommen beim vierten Video zum Arbeitsblatt Laplace-Experimente. In diesem Video lernst du, wie man Gewinnwahrscheinlichkeiten bei Einschränkung der möglichen Versuchsausfälle berechnet. Dazu sehen wir uns das letzte Beispiel aus dem Kästchen Gewinnwahrscheinlichkeiten an. Jemand würfelt geheim mit zwei Laplace-Würfeln und verrät vom Ergebnis nur so viel. Die Augensumme ist größer als 8. Versuche nun, mit deinem Vorwissen die Aufgabe zu lösen. Denke dabei immer daran: günstig zu möglich. Halte nun das Video an. Schauen wir uns die Aufgabe gemeinsam an. Die Augensumme ist größer als 8. Das heißt, es ist nur möglich, dass diese Person die Augensumme 9, 10, 11 oder 12 gewürfelt hat. Wir haben also 10 mögliche Versuchsausfälle. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Augensumme 12 ist? Hier haben wir nur einen günstigen Versuchsausfall, also eine Wahrscheinlichkeit von 1 zu 10. Wie wahrscheinlich ist es, dass ein Würfel einen Dreier zeigt? Dazu markieren wir uns wieder in unserer Tabelle die günstigen Fälle. Hier zeigt ein Würfel einen Dreier und hier zeigt der andere Würfel einen Dreier. Wir haben also zwei günstige Fälle und eine Wahrscheinlichkeit von 2 zu 10. Die vorletzte Frage lautet: Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Augensumme höchstens 10 ist? Wir erinnern uns daran, höchstens bedeutet in der Mathematik immer kleiner gleich. Hier kommen also die Augensummen 9 und 10 in Frage. Wir haben also 7 günstige Fälle und erhalten die Wahrscheinlichkeit 7 zu 10. Als letztes möchte man noch wissen, wie wahrscheinlich es ist, dass die Augenzahlen verschieden sind. In unserer Tabelle markieren wir wieder die Augensummen mit verschiedenen Augenzahlen. Verschieden, verschieden, verschieden. Die beiden hier sind gleich. Verschieden, verschieden, verschieden und verschieden. Zählen wir ab, erhalten wir 8 günstige Fälle. Die Wahrscheinlichkeit ist 8 zu 10. Hätte man die letzte Wahrscheinlichkeit, also dass die Augenzahlen verschieden sind, auch anders berechnen können? Vielleicht sogar schneller? Versuche, eine Methode zu finden und pausiere kurz das Video. Anstelle der Augensummen mit verschiedenen Augenzahlen zu betrachten, hätten wir auch die Augensummen mit gleichen Augenzahlen betrachten können. Also diese zwei hier. Zieht man diese von den 10 möglichen Fällen ab, kommen wir ganz schnell wieder auf die 8 günstigen und somit auf die Wahrscheinlichkeit 8 zu 10. Jetzt sind wir schon am Ende. Danke. Und bis zum nächsten Mal.